Okay, Freunde, wir sind zurück. Sorry für den kleinen Cut hier. Aber auf diese Übermacht hier gerade waren wir nicht vorbereitet, ganz ehrlich. So, schauen wir doch mal. Was nehmen wir denn hier? Nehmen wir unser Sturmgewehr? Ist, glaube ich, besser, ne? Okay, schön immer dran denken. Wir haben ja hier unsere Fähigkeiten. Einigkeit. Ja, ja, das Heilen. Hier die Schilde haben wir hier. Und hier nochmal Immunität. Ja, und das hier machen die Jungs ja selber hier. Tali und alles. Was hat Tali eigentlich für Fähigkeiten? Aha. Biotik- und Tech-Fähigkeiten werden unterbunden. Synthetische Feinde werden so manipuliert, dass sie die Kontrolle verlieren und alles um sich herum auch ihre vorigen Verbündeten bekämpfen. Oh, das werde ich gleich mal manuell aktivieren, glaube ich. Feindliche Schilde in einem bestimmten Radius werden beschädigt. Ja, ja, das ist auch gut. Ah, Tali hat echt gute Fähigkeiten, aber setzt sie die auch ein? Das ist jetzt die Frage. Boah, der Kommandoläufer, der wird jetzt hier ganz schön happig, Freunde. Komm, wir müssen uns hier oben irgendwo rauf verstecken. Kommt hier hoch, Freunde. Guck mal hier. KI-Hacken. Genau. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, krass. Einfach zu viele. Das ist eine Übermacht. Das kriegen wir irgendwie hin. Okay, es wird kein Leben angezeigt. Wieso auch immer. Erstmal kümmern wir uns um die hier. Schön eins nach dem anderen. Oh, 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 oh. Schilde hochfahren. Guck mal hier, kannst du nicht irgendwie Überlastung? Genau. Ja, super, ey. Der halbe Schild ist explodiert. Macht Tali das auch wirklich manuell? Oh, krass. Der ist so krass, ey. Deckung. Oh. Oh, fuck, 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 fuck. Oh. Ach, scheiße, Freunde. Ach, scheiße, ey. Ich dachte, wir haben echt die gute Mega-Ausrüstung und alles, aber hier so eine Übermacht zu bekämpfen, ist natürlich trotzdem nicht einfach. Aber wir haben nicht aufgegeben und wir werden auch nicht aufgeben. Es geht immer weiter, ja. Jetzt hole ich mir die Bastarde. Die Roboter. Boah, die können auch nichts. So, Freund, raus damit hier. Kommt schon. Fetten Raketen, ey. Okay, okay. Ab in Deckung, ab in Deckung. Yara wiederbeleben. Okay, okay, okay. Was können wir tun? Was können wir tun? Das fette Vieh. Komm schon. So, jetzt aber Tali, komm. Überlastung. Ach, ist ja schon unten. So, Frontkämpfer ist down. Der Kommandant liegt am Boden. Boah, krass, ey. Haben wir sie? Huh, Freunde. Das war ja mal ordentlich hier gerade, oder? Scheiße, scheiße, scheiße. Wir müssen echt aufpassen hier. Jetzt wird's gefährlich hier. Aber wir haben den Kommandant haben wir erledigt. Das ging gerade nochmal gut. So, hier ab in Sicherheitsraum. Sicherheitssteuerpult. Ist das hier? Nee. So, schauen wir mal hier. F1, nehmen wir erstmal die Pistole raus. Ja, das mit den Fähigkeiten von Tali hat ganz gut funktioniert. Wie ich finde. So, das ist der Fahrstuhl, aber hier ist der Sicherheitsraum. Da sollen wir eigentlich hin. Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht müssen wir da links und rechts irgendwo rauf. Gibt es hier schon irgendwo so eine Leiter oder irgendwas? Oder ist hier irgendwo noch ein Pult? Hm. Oder hier hinter irgendwo? Warte mal.
Ah, hier kann man hochgehen. Guck dir das mal an. Schön versteckt. Was haben wir denn hier? Sicherheitssteuerpult. Das sieht gut aus. Wir müssen uns beeilen. Saren hat bereits einen Vorsprung. Wir müssen ihn bevor er die Röhre findet. Falls er sie noch nicht gefunden hat. Ansonsten laufen wir in eine Falle. Positiv denken. Dieses Risiko müssen wir eingehen. Moment, da passiert gerade etwas. Zu spät. Können nicht. Invasionsflotten. Kein Entkommen. Ja. Vielleicht eine Art Nachricht. Aber ich verstehe diese Sprache nicht. Könnte proteanisch sein. Dann muss diese Aufzeichnung 50.000 Jahre alt sein. Kein Wunder, dass wir sie nicht verstehen. Was? Sie verstehen das nicht? Wir haben es doch verstanden. Die Nachricht ist verstümmelt, aber ich kann einige Worte verstehen. Es ist eine Warnung vor einer Reaper-Invasion. Natürlich. Zwischen den Sendern und der Dechiffrierung könnte ein Verständnis der proteanischen Sprache auf sie übertragen worden sein. Nicht sicher. Suchen Schutz. Den Archiven. Was wird da gesagt? Können Sie es verstehen? Nein, Reaper. Die Zitadelle. Überwältigt. Einzige Hoffnung. Scheiße. Verzweiflungsakt. Die Röhre. Alles verloren. Okay, es ist nicht versöhnlich. Es ist nicht sehr deutlich, aber wir verstehen einige Teile. Etwas über die Röhre, aber es ist zu undeutlich, um es interpretieren zu können. Wir müssen los. Schnell. Nicht aufzuhalten. Scheiße. Nicht aufzuhalten. Ja, ich weiß, Mann. Wir sollten nicht hier sein. Weder wir, noch die Geth, noch Saren. Okay, Freunde, los. Wir müssen die Geth aufhalten, obwohl sie nicht aufzuhalten sind. Ja, wir machen das. So, jetzt aber hier. Lauf. Schneller. Mann, was für eine Mission, ey. Was wirklich die letzte Mission sein wird? Ist dieses Abenteuer erstmal vorbei, Freunde. Bis es irgendwann mal dann zu Mass Effect 2 kommt. Ich weiß nicht, ob wir direkt starten würden mit dem zweiten Teil, aber wahrscheinlich schon. Aber ich bin guter Dinge, Freunde, Viele haben sich auch Mass Effect 2 gewünscht. Was mich natürlich auch sehr freut. Es wird. Jetzt kein Risiko eingehen hier. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Los. Schnell zu unserem Marco und dann go. Also, ob wir jetzt mit dem Marco fahren müssen. Oder ob wir jetzt einfach so reinlaufen. Ob wir den Panzer nehmen sollten, um in diesen düsteren Untergrundbunker einzudringen. Gute Idee. Wir können etwas Feuerkraft bringen. Klar, machen wir. Die Mädels hier haben immer einen guten Ratschlag am Start. Mein ganzes Leben lang habe ich die Proteaner studiert. Aber ich hatte nie davon geträumt, so etwas mal sehen zu dürfen. Dieser Bunker war vielleicht die letzte Zuflucht einer ganzen Spezies. Ein Ort voller mysteriöser Entdeckungen. Unermessliche Geheimnisse könnten sich hier verbergen. Ja. Hey, schon vergessen, warum wir hier sind? Saren, die Röhre, das Schicksal der ganzen bekannten Galaxie. Tut mir leid, ich war etwas überwältigt. Aber ich hoffe, dass noch Zeit bleibt, diesen Ort zu untersuchen. Was sind das für Dinger an der Wand? Irgendwelche Behältnisse? Sie sehen aus wie Stasis-Kapseln. Wahrscheinlich haben die Proteaner versucht, mit Hilfe von Kryotechnik zu überleben. Aber irgendetwas ist dabei schief. Was? Dieser Bunker wurde zu Sack. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sind da irgendwo noch Proteaner drin, wer weiß. Wer weiß. So, die geht hauen wir komplett weg hier. Ja, aber irgendwie auch schön, ne? Ich weiß auch nicht. Zu wissen, dass hier 50.000 Jahre alte Zivilisation gehaust hat. Modernste Technik, die wir gar nicht begreifen können. Und wir fahren hier einfach durch, ne? Also ich kann schon verstehen, dass die Liara das jetzt als sehr eindrucksvoll wahrnimmt. Was passiert hier? Eine Falle! Saren hat einen Hinterhalt vorbereitet. Ich glaube nicht, dass Saren dahinter steckt.
Ja, das müssen die Proteaner hier sein. Wahrscheinlich so eine Art Abwehrmechanismus, der in Kraft tritt, wenn man hier diesen Bereich betritt. Mann. Echt eine schöne Mission. Also dieser Planet gefällt mir schon auf Anhieb sehr gut. Und auch zu wissen, dass hier... Ich habe die Proteaner jahrzehntelang studiert. Aber ein derartiges Gefühl habe ich noch nie verspürt. Was werden wir da unten vorfinden? Was immer es auch sein mag, seien Sie vorsichtig. Wäre dies einfach nur eine automatische Falle, so hätte sie Saren ebenfalls ausgelöst. Na klar. Okay, Freunde, es geht los. Virgil, hä? Sie sind keine Proteaner, aber auch keine Maschinen. Diese Möglichkeit ist eine der vielen eingerechneten Wahrscheinlichkeiten. Deswegen haben wir unsere Warnung über die Sender übermittelt. Scheint ein Programm der Kategorie VI zu sein. Allerdings stark beschädigt. Sie scheinen keine Kennzeichen der Indoktrinierung zu tragen. Nicht wie die anderen, die kürzlich hier waren. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Das ist unglaublich. Ein proteanisches VI-Programm und ich kann es verstehen. Ich habe Ihre Kommunikation überwacht, seit Sie hier in der Station sind. Und ich habe meine Ausgabe so modifiziert, dass Sie sie verstehen können. Ich heiße Vigil. Sie sind hier in Sicherheit. Im Augenblick. Aber das wird sich sicher ändern. Schon bald gibt es keinen sicheren Ort mehr. Scheiße. Vigil? So ein lustiger Name. Ja, schön. Wir können jetzt hier mit einer VI der Proteaner kommunizieren, wie es aussieht. Was wollen Sie? Zur Sache. Wer sind Sie? Ist die Frage. Eine VI? Sind Sie eine Art Programm mit künstlicher Intelligenz? Ich bin ein fortschrittliches, non-organisches Analysesystem mit persönlichen Abgleichungen von Kaysat Aishan, dem Superinspektor der Eilos-Forschungseinrichtung. Okay. Was wollen Sie? Warum haben Sie mich hierher gebracht? Sie müssen einen Zyklus durchbrechen, der seit mehr als 1 Million Jahre Bestand hat. Aber dazu müssen Sie verstehen. Sonst werden Sie die gleichen Fehler machen wie wir. Die Zitadelle ist das Herz Ihrer Zivilisation und der Sitz der Regierung. So war es bei uns auch. Und bei allen Zivilisationen, die vor uns da waren. Aber die Zitadelle ist eine Falle. Die Station ist im Grunde ein riesiges Massenportal. Sie ist das Tor zum Orkusnebel, zur unendlichen Leere hinter dem Horizont der Galaxie. Wenn das Zitadelle-Portal aktiviert wird, werden die Reaper auftauchen. Scheiße. Und sie werden alle vernichten. Oh, scheiße, Mann, Freunde. Die Zitadelle ist also ein Massenportal? Ja gut, sie sieht ja auch so aus ein bisschen, ne? Okay, und wenn die Zitadelle aktiviert wird, dann ist es vorbei. Dann kommen die Reaper-Freunde aus dem Horizont. Mann. Oh, die Synchronsprecherstimme von der VI gefällt mir sehr gut. Erinnert mich an, ich glaube, Naruto war das. Wir haben keine Chance. Saren wird es aktivieren, eine perfekte Falle. Die Reaper können den Rat und die Zitadellflotte mit einem Überraschungsangriff auslöschen. Das war unser Schicksal. Unsere Anführer waren tot, bevor wir überhaupt merkten, dass wir angegriffen wurden. Die Reaper übernahmen die Kontrolle über die Zitadelle und damit die Massenportale. Die Kommunikations- und Transportmöglichkeiten unseres Reiches brachen zusammen. Jedes Sternensystem war isoliert und auf sich allein gestellt. Und damit eine einfache Beute für die Reaper. In den folgenden Dekaden löschten die Reaper systematisch unsere Leute aus. Welt um Welt, System um System wurden von ihnen systematisch vernichtet. Krass. Ja, das klingt, das weiß ich nicht. Also diese Sovereign, diese Reaper, das klingt mir aber nicht so, als wäre das jetzt irgendwie sonst was. Okay, es ist ja wahrscheinlich eine höhere Entität, das heißt also eine höhere Lebensform auf einer höheren Bewusstseinsebene. Aber trotzdem scheint mir das nicht so, als könnte man dem nicht irgendwas entgegenstellen. Weil wenn man das natürlich verhindert, dass sie die Zitadelle einnehmen, dann sind die ganzen Zivilisationen nicht voneinander abgekapselt. Und dann wäre die Kommunikation nicht unterbrochen. Man könnte dann natürlich irgendwie vielleicht dem was entgegenstellen. Fragt sich nur, wie man sie bekämpfen kann. Alle? Aber es muss doch Überlebende gegeben haben. Über die Zitadelle hatten die Reaper Zugriff auf alle unsere Daten, Karten und Populationserhebungen. Information ist Macht. Und sie wussten alles über uns. Ihre Flotten patrouillierten durch alle bewohnten Regionen der Galaxie. Einige Welten wurden komplett zerstört. Andere wurden erobert und die Bevölkerung versklavt. Die indoktrinierten Diener wurden zu sogenannten Schläferagenten unter der Kontrolle der Reaper.
Andere Proteaner nahmen diese Agenten als Flüchtlinge auf und wurden von ihnen an die Maschinen verraten. Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Reaper alle Proteaner in der Galaxie getötet oder versklavt. Sie waren skrupellos, brutal und absolut gründlich. Oh, krass, ey. Ja, warum gingen sie wieder? Ist natürlich eine gute Frage, ne? Warum sind sie jetzt weg? Eine Sache verstehe ich nicht. Wohin sind die Reaper gegangen, nachdem sie ihre Leute besiegt hatten? Unsere Welten waren ausgebeutet. Durch diese indoktrinierten Sklaven. Alles von Wert, alle Ressourcen und Technologien waren geraubt worden. Nachdem die Reaper sich sicher waren, alles organische Leben ausgelöscht zu haben, zogen sie sich über das Zitadellportal zurück in den Orkusnebel und versiegelten das Portal. Alle Hinweise auf die Reaper-Invasion waren beseitigt worden. Sie ließen nur ihre indoktrinierten Sklaven auf sich allein gestellt zurück. Geistlose Hüllen, die zu keinen eigenen Gedanken fähig waren und schon bald verhungerten oder an atmosphärischer Strahlung starben. Damit war der Genozid der Proteaner komplett. Ja, das heißt, dann haben sie sich wieder zurückgezogen, also sämtliche Technologie akquiriert und alles von Wert. Ja, und dann hatten sie wahrscheinlich einfach keine Gründe mehr, hier zu bleiben, haben sich dann zurückgezogen in den Nebel, den Orkusnebel, wie mir scheint. Sehr, sehr kurios, sehr fragwürdig. Was sind ihre Gründe? Was sind die Beweggründe der Reaper? Wieso wiederholen sie dieses Genozidmuster wieder und wieder? Die Motive der Reaper sind für uns nicht nachvollziehbar. Vielleicht benötigen sie Sklaven oder Ressourcen. Wahrscheinlich aber werden sie von Motiven angetrieben, die organische Lebewesen niemals nachvollziehen können. Aber das ist nicht entscheidend. Ihr Überleben hängt nicht davon ab, dass sie sie verstehen, sondern aufhalten. Okay. Ja, klar. Ja, wenn wir das nicht verstehen können, dann brauchen wir es vielleicht auch erstmal gar nicht versuchen, nicht wahr? Ja, wenn sie auf einer anderen Bewusstseinsebene agieren, dann ist natürlich das sowieso alles eine Spekulation, wieso und weshalb sie dieses Tun vollziehen. Wer weiß. Energie, Ressourcen, intellektuelle Befriedigung auf irgendeine Art und Weise. Aufhalten, aber wie? Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Die Röhre ist der Schlüssel. Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor, das Geheimnis der Massenportaltechnologie aufzudecken. Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung. Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet. Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadelle haben, dem Knotenpunkt des Portalnetzwerkes. Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadelle. Okay, aber sie ist nicht entdeckt worden. Wie haben sie es geschafft, nicht entdeckt zu werden? Alle offiziellen Aufzeichnungen des Projekts wurden bei der ersten Angriffswelle auf die Zitadelle vernichtet. Während das Proteanische Reich fiel, blieb Eilos verschont. Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt und die Einrichtung damit verborgen. Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive. Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine kryogenetische Stasis versetzt. Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess. Die Jahre vergingen. Jahrzehnte. Jahrhunderte. Die Reaper blieben. Und meine Energiereserven gingen zur Neige. Okay. Also haben sie sich versteckt? Aber was ist dann passiert? Also sind sie dann irgendwann mal rausgekommen? Sind da noch Lebewesen in den Kammern? Sie hätten kämpfen sollen. Wir waren wenige hundert gegen eine galaktische Invasionsflotte. Unsere einzige Hoffnung war, unentdeckt zu bleiben. Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen. Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute. Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu sparen. Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv. Und selbst diese drohten auszufallen, als sich die Reaper endlich durch das Zitadellportal zurückzogen. Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln. Sie haben sie einfach ausgeschaltet? Sie haben sie einfach getötet? Ja, es war notwendig, nicht wahr? Mörder. Sie konnten nicht alle retten. Einige mussten sterben, damit andere leben konnten.
Diese Situation war einkalkuliert worden. Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung. Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon. Ich habe die wichtigsten Personen gerettet. Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben. Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung. Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren. Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende. Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern. Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern. Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen. Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind.